Und wir beginnen mit der Vorstellung. Die Kämpferin in der roten Ecke ist 30 Jahre alt. Mit einem Kampfgewicht von 60 Kilogramm auf die Waage, bei der Körpergröße von 1,68 Meter. Ihre Kampfbilanz: 42 Kämpfe, 38 Siege, 10 davon durch Knockout. Ihre Erfolge: die IKBF-Weltmeisterin tritt an für das Muyokin Kiwürzelen. Ihr Trainer in der Ecke, Uwe Göckes. Meine Damen und Herren, aus Aachen, Anja Fuchs. Die Kämpferin in der blauen Ecke, 32 Jahre alt, 60 Kilogramm schwer, bei einer Körpergröße von 1,75 Meter. Ihr Kampfrekord: 35 Kämpfe, 34 Siege bei einem Unentschieden und 12 K.O.s. Ihre Erfolge: WKA-Weltmeisterin bis 60 Kilogramm seit 2007, Ex-Vaco-Weltmeisterin bis 60 Kilogramm 2007 und WKA-Weltmeisterin bis 65 Kilogramm 2008. Sie tritt an für das Kampfsportzentrum Steko. In ihrer Ecke Ex-Weltmeister Mladlo Pavlica Steko sowie Ramin Abtin. Meine Damen und Herren, die Titel verteidigen aus München Dr. Christine Teil. Aber das hat sie ja mit ihren wagigen Sprüchen provoziert. Und vielleicht hält sie auch, was sie versprochen hat. Also Spannung ist angesagt. Und Fuchia gleich wie eine Furie. Er kommt sie aus ihrer Ecke, greift an. Kräftiges Mädel, muskelbepackt. Bisschen Details muss er aufpassen. Sie ist ja eine langsame Starterin, fängt sich gerne mal in der ersten Runde die eine oder andere linke oder rechte, um dann erstmal ins Fahrt zu kommen. Das weiß natürlich auch Anja Fuchs. Viele Kämpfe im K1 und im Thai-Boxen geschritten. Da darf man auch auf die Oberschenkel kicken. Da darf man das Knie einsetzen. Alles das sagt sie heute nicht. Heute ist Kickboxen Vollkontakt angesagt. Das heißt, die Kicks dürfen nur überhalb der Gürtellinie stattfinden. Und eigentlich eine Spezialität von Dr. Christine Theis. Aber diese Anja Fuchs greift hier erstmal an und versucht hier den Kampf zu bestimmen. Und Christine Theis geht da mal vorsichtig zur Sache. Erster guter Kick von ihr. Ja, da auch die Rechte zum Kopf von Fuchs. Ein Punktabzug. Fokussiert. Ja, Theis muss jetzt hier erstmal einen Rückwärtsgang versuchen zu kontern. Ist sie auch nicht unbedingt gewohnt. Sie ist ja diejenige normalerweise, die den Kampf von der Ringmitte bestimmt. Jetzt hier schöne Rechte zum Kopf von Fuchs. Und sie muss jetzt hier so langsam reinfinden in den Kampf. Hat jetzt die ersten Attacken gut überstanden. Hat ein paar Schläge kassiert. Dann hätte sie wieder die Deckung hängen. Fuchs kommt da durch. Allerdings keine ernste Gefahr für Christine Theis, die ja auch einiges vertragen kann. Kommt zwar auch mal eine Innenhand dabei bei Fuchs, aber sie greift hier an und sie macht ihr Versprechen wahr, dass sie versuchen wird, hier mit aller Gewalt Dr. Christine Theis zu entthronen. Nach wie vor hier ein ganz, ganz spannendes Gefecht. Tisch gefeiert, Rechte zum Kopf von Fuchs. Also langsam scheint Christine Theis besser in den Kampf zu finden. Besser ins Rollen. Das sind doch viele Schläge vom Fuchs, die jetzt auf der Deckung landen oder auch zu kurz sind einfach.
Toller Kick jetzt von Theis. Und dann sofort die Konter. 2-3 zum Kopf von Futsch. Die greift jetzt wieder an. Also muss ich schon sagen, macht sie gut. Sie versucht hier den Kampf zu bestimmen. Aber Theis jetzt wirklich hier mit sehr guten Aktionen. Geht sie auch gut zurück. Gute Maltbewegung. Wieder weggedreht. Ja, jetzt haben wir hier offener Schlag abtauscht. Steckt da beiden Köpfen ein. Ja, aber eins muss man sagen, ist bislang der härteste Fight seit langem für Dr. Christine Theis. Sechsten Runde. Und weiter geht die Schlacht, kann man sagen. Alle, die gedacht haben, dass Dr. Christine feuert doch mal ihr Publikum an, damit sie angefeuert wird. Eins muss man ja lassen, der hat zwar große Klappe gehabt vor diesem Kampf, alles Mögliche erzählt, aber sie geht hier wirklich beherzt zur Sache und zeigt, dass sie zu den besten Kämpferinnen in dieser Gewichtsklasse gehört. Gute Aktion ist von Theis mal wieder gewesen, 2-3 hintereinander, auch leichte Schwellung unter dem Auge, schöne rechte, zweimal jetzt leichte Schwellung unter dem linken Auge von Futsch. Das sieht man, dass die Rechte da ein paar Mal eingeschlagen hat von Theis. Letzten 10 Sekunden muss ich sagen, für einen Frauenkampf ist das eine ganz, ganz hochklassige Angelegenheit. Und vor allen Dingen auch sehr verbissen geführt. Den Punktezetteln der Punktrichter ja ein bisschen knapper aussieht. Die rechte. Ein bisschen flüssigere Aktion jetzt von Theis. Aber diese Futsch bleibt immer gefährlich. Immer wieder versucht sie da ihre Rechte zum Kopf durchzubringen. Das ist natürlich auf der Innenbahn ist offen. Und der Kick zum Kopf. Klasse Aktion von Theis. Nochmal die Rechte. Jawohl, jetzt hat sie sich auf Futsch eingeschossen. Ist ja wichtig, dass sie ja die letzten beiden Runden für sich entscheidet. Knappe Angelegenheit ist es. Nochmal die Rechte zum Kopf von Futsch. Die ist jetzt ein bisschen offen. Vielleicht schwinden jetzt auch noch die Kräfte bei ihr. Ist ja ein unglaublich hohes Tempo gegangen. Hat alles gegeben und heißt. Kontert jetzt hier eiskalt. Die letzten 15 Sekunden. Runde 9 geht, wenn hier nicht noch was ganz überraschend passiert, an Dr. Christine Theis. 10. und letzte Runde. Hier nochmal dieser klasse Kick von Christine Theis. Aber ich habe sie selten in der Ringpause, 10. Runde, so erschöpft auf ihrem Stuhl sitzen sehen, aber sie ist natürlich eine Willenskämpferin, die wird sich nochmal zusammenreißen. Und Futsch wird es hier nochmal alles auf eine Karte setzen. Sie weiß, sie muss noch ein bisschen was tun. Innenbahn durchgekommen, beide. Die Schwellung unter dem linken Auge wird größer, rechte zum Kopf von Theis. Und Theis legt es wieder auf dieses Auge nachher. Fuß an Fuß wird hier nochmal gekämpft und das Publikum
ist natürlich entsprechend begeistert hier in der Olympia-Eissporthalle. Schöne Rechte zum Kopf von Futsch nochmal. Aber die steht und keilt zurück. Da muss ich aufpassen, wahrscheinlich mit dem Ellbogen, wer zur Sache geht. Nasenbluten jetzt bei Futsch. Kommt auch nicht von ungefähr. Noch 45 Sekunden in diesem Klassekampf, der hier wirklich alles geboten hat. Dramatik, Härte, gute Kicks, gute Haken. Tolle Einstellung von beiden Kämpferinnen. Bessere Kicks kommen von Christine Theiss. Die letzten 15 Sekunden, nochmal die rechte. Sowohl zum Kopf von Theiss als auch von Futsch. Filipovic geht da nochmal dazwischen. Schöne Rechte nochmal zum Schluss und dann ist der Kampf vorbei und sie nehmen sich in die Arme, die beiden Streithähne, Dr. Christine Theiss und Anja Futsch. Das sah ja lange so aus, als ob das nie zu einer einigermaßen Freundschaft kommen würde. Weiß nicht, ob das jetzt klappt, aber sie haben beide Respekt voreinander. Sie haben beide hier ausgezeichnetes Kickboxen gezeigt. Was für ein Kampf, der beste Frauenkampf, den ich seit langer, langer Zeit gesehen habe, mit einer klasse Leistung von beiden. Können sich hier wirklich feiern lassen. Hier nochmal zur Innenbahn und sofort die Antwort von Futsch. Blutet aus der Nase, Riesenfeilchen da unter dem linken Auge. Das zeigt, was sie für einen Einsatz gezeigt hat. Und jetzt liegt es an den Punktrichtern Robert Ulbricht, Hasan Kataltas und Mijes Mujic. Für Sie die Titelverteidigung? Also, es gibt zwei Sachen zu diesem Kampf zu sagen und eigentlich drei. Zum einen, dass nichts mehr zu sagen ist, ist schon sehr viel gesagt worden. Das Erste. Das Zweite, ich hoffe, die Zuschauer hatten genauso viel Spaß bei diesem Kampf wie ich, weil es war ein saugeiler Kampf. Und drittens, ich bin sowas von froh und es macht so Spaß, das Ding heute Abend verteidigt zu haben. Gutes Gefühl. Und das